Was brauchen wir jetzt alles noch für die neue Basis? Die Drills werden nicht unbedingt reichen. Obwohl doch, wir wollten ja gar nicht so viele dahin bauen. Einer reicht ja hier. Genau, genau, das hatte ich schon besprochen gehabt mit mir selbst. Provoport hatten wir auch noch einen extra sogar gebaut. Wir werden angegriffen, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal alles ein bisschen vorbereitet, ne? Davon können wir noch ein paar bauen. Dann wollte ich noch ganz kurz ein, zwei Sachen checken. Zum einen habe ich Kommentare bekommen, die hilfreich waren, was die Optimierung angeht von der Flussgeschwindigkeit auf Fließbändern. Also zum einen war ja schon das Thema mit den Ecken, dass die Ecken rot sein sollten. Jetzt kommt wohl noch hinzu, dass auch Kreuzungen denselben minimalen Geschwindigkeitsschwankungen unterliegen. Ich gucke nur gerade, wo das so zutrifft. Wenn wir es wahrscheinlich hier oben irgendwo... Lasst mich hier durch, ihr Verdammten. Genau. Ja, hier ist schon alles rot. Also richtig viele Kreuzungen haben wir auch nicht. Also das da zum Beispiel. Aber da habe ich das ja schon rot gemacht. Das ist ja soweit okay. Also solche Stellen halt. Dass man da dann immer das eine Feld auch rot macht. Noch ein Kommentar war, dass ich doch mal gucken könnte, wie das hier oben aussieht bei den Ärmchen. Weil gefühlt nehmen die Ärmchen immer nur von einer Seite des Fließbandes. Das sollten sie eigentlich nicht. Es könnte sein wegen dem Knick, dass sie da ein bisschen verwirrt sind. Und wir haben immer noch Hunde. Ja, also es könnte sein, dass sie wegen dem Knick verwirrt sind. Aber das ist dann halt so. Ist ja auch gar nicht so schlimm, weil dann bekommen auch die hinteren Zentrifugen was ab. Solange sie das nicht staut, ist alles gut. Und sobald es sich stauen würde, würden sie wieder leichter rankommen. Also das müsste eigentlich ein selbstregulierendes System sein. Wobei wir später... Naja, es kommt jetzt ein kritischer Moment, aber um das zu erklären, muss ich nicht hier neben stehen. Währenddessen kann ich auch schon mal zur neuen Basis rennen. Also entweder setze ich jetzt sehr viele Ressourcen ein, baue tierisch viele Fließbänder und mache das Fließband komplett von hier ganz Westen bis nach da ganz oben rot. Oder eigentlich sogar hellblau. Aber das sind wirklich sehr, sehr viele Ressourcen. Dadurch könnten wir sicherstellen, dass immer genug Roheisen da ist. Aber ja, das würde sehr, sehr viele Ressourcen kosten. Und ist nicht sehr flexibel. Also wenn denn irgendwann das Feld hier alle ist, dann müsste ich von Hand oder von Roboter-Sklaven das gesamte Ding abreißen lassen, müsste dann ein neues Feld suchen, müsste von da das Ganze neu verlegen und so weiter. Die Alternative ist gefährlich. Alternative hat mit Robotern zu tun. Mit Skynet und Skynet mehr Kontrolle geben. Wurde auch schon in den Kommentaren vorgeschlagen. Und gerade weil wir halt mit Ditec spielen, bin ich da echt versucht, das zu machen. Weil Ditec hat halt noch mehr Upgrades, was die Roboter angeht. Das heißt, ein Roboter kann dann später viel mehr tragen, ist noch viel schneller, hat bessere Roboports, die die Dinger schneller aufladen und so weiter. Das heißt, wir könnten echt... Achso, ich kann, während ich hier rede, mal das Muster weitermachen. Ich könnte echt also Skynet wieder anschmeißen, baue durchgehend Roboter, wenn ich es jetzt nicht schon aus Versehen angemacht habe oder es sich selbst angeschaltet hat. Und dann mit den ganzen Robotern sogar das Eisenerz transportieren. Klingt am Anfang utopisch, ist es vielleicht auch jetzt schon. Ich weiß es gar nicht. Wir haben 180 Roboter, die nichts zu tun haben. Und wenn die jetzt nebenbei auch noch Erz tragen würden, was spricht dagegen? Also übergangsweise erstmal so eine Mischmaschlösung. Das heißt, ein Großteil kommt mit Fließband und keine Ahnung, Hälfte oder so kommt dann mit Robotern angeflogen. Das wäre, glaube ich, ganz gut machbar. Und später in höheren Tech-Stufen oder mit noch mehr Robotern. Oh, das hat bei weitem nicht gereicht. Oder mit noch mehr Robotern könnten wirklich alles die Roboter machen. Ja, da und da. Verbraucht nur sehr, 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 sehr viel Strom. Das hatten wir in der... vorletzten Welt? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also wir hatten ja einmal richtig auf Roboter gesetzt. Volle Kanne. Eins, zwei, drei, da... Und das hat richtig, richtig, richtig viel Strom gefressen. Und ich... Also wir haben jetzt hier die besseren Steam Engines. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich sollte das System nur mal wirklich ordentlich aufbauen.
Also mit ordentlich meine ich MK5 Boiler. Was ist da? Achso, ein Baumstamm. Also MK5 Boiler überall und MK5 Steam Engines überall und ne? MK5 Rohre und tolle Fließbänder und was man so alles Tolles da bauen kann. So, habe ich noch Sandmauern? Bau mal Sandmauern. Ich sehe nichts. Ah doch, da, gelb blinkend. So, bevor ich jetzt die Dinger da aufbaue, versuche ich jetzt hier die Mauer weiterzuziehen. Ja, kam schon mal nicht sehr weit. Das heißt, ich reiße jetzt etappenweise hier die... ich sollte nichts abreißen. Also ja, den Böppel da kann ich wegmachen. Aber die Mauer sollte stehen bleiben, damit, falls ein Angriff kommt, die Türme geschützt sind. Weil das wäre sehr schade um die Türme, wenn die alle kaputt wären. Ich habe hier 40 neue Türme, aber die sollte ich auch nicht aufstellen, sonst sind die auch gleich weg. Ich könnte allerdings die zweite Reihe einfach davor schon mal machen. Und ich habe natürlich nicht genug Mauer mitgenommen. Ah, super Vorbereitung, wie immer, Georgon. So. Turm 1, 2, da. Und ja, das sieht jetzt echt wie ein Flickwerk aus, aber es macht Sinn, ne? Erste Reihe Sand, zweite, dritte, vierte Reihe Stein. Alles okay. Ist so gewollt. Das soll scheiße aussehen. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Das heißt, ich glaube, ich setze hier schon die ersten Türme. Ist ein Risiko. Aber ich setze einfach ganz viele hin und dann, wenn dann was kommt, dann schießen die da schon zu Klump und das kommt hoffentlich nicht schnell genug rüber. Und ja, ich denke 5 pro... Oh, da kommen sie schon. Was jetzt nicht so gut ist, weil die können da schon rüberbeißen, glaube ich. Alter Falter, die haben die guten Mauern schon auf... Okay, Roboport. Roboport sofort. So. Oh, warte mal, das muss ja noch weiter nach links, weil die Mauer ja noch weiter nach da geht. Wir brauchen 2, richtig? Weil sonst haben wir unten keine Abdeckung. Ja gut, wenn wir eh 2 brauchen, dann können wir das Ganze auch ein bisschen freizügiger machen. Einmal dahin. Die müssen nur verbunden sein. Und du hast ein Small Biter Corps aufgesammelt. Das ist sehr schön für dich. Hier hast du mal eine Logistikkiste. In die Logistikkiste kommen Repair Packs rein. Haben wir Roboter zum Reinschmeißen? Nein. Bau bitte ein paar davon. Tu die da rein. Genau. Ah, sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, Sandmauern. Was braucht ihr? Ach, das ist für die Hauptbasis irgendwas. Ja, gut. Sandmauer, Sandmauer. So, also wenn die Basis kommt, kümmern sich die alten Türme da drum. Wenn die Basis da kommt, haben wir ein Problem. Das heißt, hier müssten jetzt die Türme hin. 5. 6. Ach was, ein bisschen kann auch nicht schaden. So. Hier ist eine Ecke. Achso, du bist ein doof gesetzter Pfosten. Also nicht doof gesetzt, das war genau an der richtigen Stelle, aber er hat sich nicht verbunden. Sobald sie fertig werden, sofort setzen die Dinger. Lebenswichtig. Also nicht wirklich lebenswichtig. Wir kommen immer weg, aber die armen, ne? Türme. Letzter Turm. Ja, auch hier hin. Ecke ist wichtig. So. Während die restlichen Mauern hochgezogen werden, bauen wir alles hier komplett so. Kohle. Ich wollte schon mal anfangen, dass die Kohle auch abgebaut wird, damit wir hier eine Kiste haben zum Einlagern. Das heißt, ich fange jetzt einfach hier an und mache so. Und so. Und das ist total verquer. Die müssen mich näher zusammen, damit sie zusammen darauf was legen können. So. Warum ist das... Hä? Achso. Ich
Ich hab's schon wieder falsch gedacht. Okay. Du musst da ran. Ihr müsst kuscheln. So. Da lang, da lang, da lang, da lang. Dann geh mal. Stopp, hier schon runter. Damit wir hier die Kohle bekommen. Und hier die Kohle bekommen. Das sieht jetzt etwas komisch aus. Aber ich versuche einfach alles abzudecken. Und das sind eigentlich jetzt schon zu viele fast. Aber na gut, Hauptsache überall sind die Module drin, damit wir richtig schön viel Smog produzieren. So. Stinky Stink. Das wird bald richtig knallerot werden hier. Und die wird durchgehend am Schnüffeln sein. Ja. Ja, gut. Zack. Genau, automatische Sandmauerproduktion wäre noch ganz schick. Und eigentlich auch automatische Laserturmproduktion. Aber nein, das wäre wirklich Ressourcenverschwendung. Kohle in Kiste. Extra Large Steel Chest. Du kriegst Ärmchen. Oh, was wurde da beschädigt? Unten beim... Nee, ist nicht bei dem kleinen Knubbel da. Ist bei meinem Wagen. Also bei dem schlechten MK1 Wagen müsste das gewesen sein. So, was wollten wir hier noch machen? Also ja, Mauern weiterziehen, überall Lasertürme hinbauen, bis das Ganze absolut lächerlich aussieht. Mit so vielen Lasertürmen. Was ist mit dem Tungsten-Ding hier? Ich glaube, ich baue das einfach mal ab. Bau mal. Achso, erstmal die ganzen Dinger da durchrattern lassen. Und dann bau bitte ein Mining Drill und hoff mal, dass du das überhaupt abbauen darfst mit dem Mining Drill. Nicht, dass das noch wieder irgendwas Spezielles, Besonderes, super Tolles braucht. Achso. Wie machen wir das mit den Repair Packs? Oh, da ist ja nochmal Tungsten. Zu den Repair Packs. Also es gab eine Überlegung, dass wir die Mauern nicht reparieren, sondern ersetzen. Weil wenn man Mauern ersetzt, also die normalen Mauern, kostet das ja nur Stein. Die Repair Packs allerdings kosten Eisen und Kupfer. Und Eisen und Kupfer ist meistens das, wovon wir nicht so viel haben. Und Stein haben wir sehr, 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 sehr viel. Hat allerdings ein paar Probleme. Also zum einen gibt es ja diese meckernden Sounds, dass die Mauern repariert werden möchten und das ist ziemlich nervig. Und zum anderen wird denn gar nichts mehr repariert. Gegenargument ist, es sollte auch gar nichts repariert werden müssen. Aber müsste und so ist immer so eine Sache. Dann passiert mal doch was und dann habe ich ein Problem und übersehe das und dann, ne? Das wäre nicht so schön. Also ich glaube, ich bleibe beim Reparieren und hoffe einfach, das Ganze zu kompensieren, indem ich schnell genug neue Außenposten baue, wo dann genug Ressourcen reinkommen. So, und du mach mal da. Ja doch, das passt irgendwie. Ich sehe da nichts drauf. Mining Speed 0,5. Achso, und unbedingt da. Boah, dauert das lange. Und das brauchen wir, um eine einzige Kugel für Sniper... Obwohl, nee. Ein Magazin für Sniper-Gewehr zu bekommen. Das Magazin wird nicht so viel Schuss haben, denke ich. Ah, das ist Hammer. Okay, da reicht, glaube ich, eine kleine Kiste. Du. Da. So. So. Ist besser, ne? Spuckst du gleich was aus? Ja. Genau. Okay. So kriegen wir jetzt ein bisschen Tungsten. Was haben wir da oben? Silber. Das ist echt ein bisschen lästig. Das wird immer so eine kleine Mini-Drillstation da aufstellen. Achso, die ganzen Leichen. Eine Mini-Drillstation aufstellen müssen dafür.
So, ich komme nicht mehr raus. Die kommen nicht mehr rein. Das ist okay so fürs Erste. Jetzt brauche ich noch die zweite Reihe, die dritte Reihe. Ich brauche hier die eigentliche erste Reihe. Und ich will das Silber da weg haben, bevor ich da eine Mauer drüber setze, sonst vergesse ich das noch.